Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Glaubensfamilie, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Volkstrauertag, dem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Das Motto dieses Gottesdienstes lautet: Nicht nichts tun, aber Gutes tun. Und ich möchte Sie hineinnehmen in die Gedanken Jesus, der zu uns gesagt hat: Was du einem unter meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan hast, das hast du auch mir getan. Und so wünsche ich uns eine erfüllte Zeit miteinander. Und füreinander beten. Und wir tun dies heute mit Worten des Versöhnungsgebetes von Coventry. Den Text sehen Sie eingeblendet und ich würde mich freuen, wenn Sie dies zu Hause auch mitbeten. Alle haben gesündigt und ermangelt des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Den Hass der Nation von Nation trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib. Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist. Vater, vergib. Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen. Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib. Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott. Vater, vergib. Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebet einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat, in Jesus Christus. Amen. Die Lesung für den heutigen Volkstrauertag steht beim Evangelisten Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ehre sei dir, Herr. Heute muss ich vielleicht besser liebe Könige und liebe Königinnen sagen. Denn zu Hause sitzen sie jetzt wahrscheinlich auf einem schönen Stuhl oder sogar im Sessel. Zur Zeit Jesu saß aber das gemeine Volk am Fußboden und nur Könige hatten einen Thron oder besonderen Stuhl. In unseren Kirchen, da gibt es ganz viele Bilder. Da ist Jesus so auf einem Thron zu sehen, als König. Sie sind gemalt oder in Stein gemeißelt. Und wie er so auf einem mächtigen Thron sitzt, so begegnet er uns heute als Weltenrichter. Und seine Botschaft an uns, die ist heute ganz klipp und klar. Sie haben sie im Evangelium gehört. Am Ende unserer Tage erwartet uns ein Gericht. Ein Gericht, das über Gut und Böse entscheidet. Also ganz klipp und klar, über gute Menschen und böse Menschen. Und auch das Entscheidungskriterium darüber nennt Jesus ganz deutlich. Was du einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan hast, hast du mir getan. Und was du einem von meinen geringsten Brüdern und Schwestern nicht getan hast, hast du auch mir nicht getan. Ein starkes Wort am Volkstrauertag. Gerade wenn wir heute der Opfer von Kriegen, Gewalt und Terror gedenken, dann ist im Rückblick schnell ausgemacht, wer der Gute und wer der Böse ist. Meinen wir zumindest. Wenn wir an das Massaker der Hamas in Israel denken, dann steht völlig außer Frage, wer hier gut oder böse ist. Dann sind die Free Palestine-Demonstrationen in unserem Land eine Schande gegenüber den Babys und Kindern, Frauen und Männern, die dort gnadenlos abgeschlachtet wurden. Dies sind Zeichen reinen Antisemitismus. Wir wünschen uns aber Frieden für alle Menschen in Israel und Gaza, für alle Menschen auf der Welt. Gut und böse. Wie schätzen Sie sich denn selbst ein? Haben Sie als Kind, so wie ich, auch gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme? Wir wollen doch alle gut sein und Gutes tun. Und Gutes tun ist laut Jesus auch gar nicht so schwer. Denn Gutes tut, wer dem Geringsten mit Essen, Trinken, Kleidung versorgt, wer Kranke pflegt und Gefangene besucht. Und später kam auch noch hinzu, wer sich um Sterbende sorgt. Es sind die Werke der Barmherzigkeit. Dieses Gute gilt es zu tun. Und zwar einfach so. Ohne Ja, Aber.
Oder die sind doch alle selber schuld. Das geht uns doch nichts an, was in anderen Teilen der Welt los ist. Und vor allem geht es nicht darum, mir bei jeder guten Tat auf die Schulter zu klopfen mit dem Wissen, ha, das wird mir ja jetzt im Himmel angerechnet. Was wir Gutes tun, das soll ganz von allein, von innen heraus, aus uns herauskommen. Ich tue es, spontan, intuitiv, absichtslos, in Unkenntnis, dass mir das angerechnet wird. Liebe Glaubensfamilie, unsere Konfirmanden haben sich am letzten Wochenende nochmal zu St. Martin Gedanken gemacht und überlegt, wie begegnen wir den Menschen in Not? Und auf ihren Antworten, die sie gegeben haben, da war zu spüren, wenn einer Not ist, dem helfe ich. Wenn einer was zu essen braucht, dem gebe ich was. Sie haben keine Ressentiments Armen gegenüber. Sie würden was geben, wenn sie es haben. Aber wie geht's uns selbst? Was macht es mit uns, wenn wir die Bettlerinnen in den Straßen unserer Städte sehen? Was macht es mit mir, wenn ich an den Bahnhöfen, den Stadien oder bei Großveranstaltungen Menschen meist im hohen Rentenalter mit Säcken in der Hand sehe, die die Mülleimer nach Pfandflaschen, nach Bechern oder Dosen durchsuchen? Berühren mich die Bootsflüchtlinge noch? Nehme ich die Menschen wahr unter uns, die krank oder einsam sind? Und sind das nicht genau die, die Jesus meint? Die geringsten unter meinen Brüdern und Schwestern? Wahrscheinlich geht es ihnen ähnlich wie uns im Fahrbüro. Im Moment flattern jeden Tag 3 bis 5 Bitt- und Spendenbriefe herein. Für alle Projekte etwas zu überweisen ist schwierig und die meisten machen es bestimmt so wie ich auch. Ich entscheide mich so für 2, 3 bis 4 Projekte, die ich jährlich unterstütze. Ja, wir alle wissen, Gutes tun ist leicht. Wir können es alle und tun es trotzdem nicht. Weil Gutes tun leicht ist, rührt sich ja auch unser Gewissen, wenn wir über die Menschen, die geringsten unter uns Brüdern und Schwestern hinwegsehen. Denn wir hören schon den weiteren Nachsatz: Das habt ihr mir getan. Jesu Worte, liebe Glaubensfamilie, sind ein Perspektivwechsel in zweifacher Hinsicht. Erstens, im Mittelpunkt von Jesu Verkündigung steht das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Ethik, die aus diesem Gebot kommt, die hat Jesus selbst aus den 5 Büchern Mose. Dort finden wir alle Gebote und Gesetzesvorschriften, nach denen wir unser Leben und Handeln ausrichten sollen und können. Aber ebenso ist Jesus beeinflusst von der altorientalischen Weisheitslehre. Die Haltung aller Gebote führt zu einem weisen und guten Leben. Und das ist das Ziel des Lebens, gut und weise zu leben. Aber die Botschaft von Jesus, die geht noch weiter. Die ist geprägt auch von der Hoffnung, von dem Blick in die Zukunft, dass wir nämlich Gottes Herrlichkeit erleben. Jesus selbst nennt es Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist von Anbeginn an das Ziel der Weltschöpfung. Was gut oder böse ist, kann ich entweder am Blick in die Vergangenheit erkennen, oder es bewährt sich in der Gegenwart, oder es wird erst ganz deutlich in der Zukunft. Den Blick zurück wenden wir am Volkstrauertag, wenn wir den Millionen Toten der Weltkriege gedenken, der Millionen Menschen, die in Konzentrationslagern, Arbeitslagern, medizinischen Einrichtungen der Nazis vergast, getötet, gefoltert, ermordet wurden. 6 Millionen Juden und Jüdinnen, über 250.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen, über 10.000 homosexuelle Menschen und über 7.000 Menschen, die als asozial galten, vielen dem in unserem Land zum Opfer und noch viele andere mehr. Die Aufzählung aus der Vergangenheit lehrt uns, wie Gutes in der Gegenwart aussehen kann, nämlich jeglichen Rassismus,
Jegliche Aburteilung von Menschen, unabhängig von Ethnie, Religion, Krankenstand, Sexualität und sozialem Hintergrund zu unterlassen. Und vor allem jeglichen Antisemitismus zu unterlassen. Für die Gegenwart muss unser Gewissen geschärft sein. Das Doppelgebot der Liebe, das gibt es in allen Weltreligionen. Es hat einen universalen Anspruch. Alle Menschen werden daran gemessen, anderen Gutes zu tun. Und wir können das, liebe Glaubensfamilie. Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges haben wir doch eine unvorstellbare Solidarität gezeigt. Eine Welle des Guten schwappte über unser Land. Menschen wurden privat aufgenommen. Kleidung, Essen, Medikamente, medizinisches Gerät, alles wurde gespendet. Bei den Naturkatastrophen bei uns oder in anderen Ländern, da helfen wir und spenden ganz bereitwillig. Wir können das Gute. Und wir können uns, weil uns in unserem Gegenüber Christus begegnet. Und das ist der zweite große Aspekt des Perspektivwechsels, den wir heute durch diese Botschaft des Evangeliums erhalten. Durch den Blick und durch die Erfahrungen aus der Vergangenheit schärft sich unser Blick für die Gegenwart. Unser Gewissen wird immer aufs Neue herausgefordert, sich für gut oder böse zu entscheiden. Und dann bekommt der Blick in die Zukunft eine hoffnungsvolle Ausstrahlung. Was du einem unter meinen geringsten Brüdern und Schwestern nicht getan hast, hast du auch mir nicht getan. In diesen Worten begegnet uns Jesus, der Weltenrichter, der uns den Spiegel vorhält. Schaut hinein, seht euch an, ihr habt meine Botschaft gehört. Gott ist bei euch und er liebt euch, er will für alle Menschen das Gute. Und dieser liebende Gott, liebe Glaubensfamilie, der hat uns als Christen und Christinnen, Ihnen und mir und uns allen, den Auftrag gegeben, aus seiner Liebe heraus zu leben und in ihm, durch ihn den Nächsten zu sehen. Ja, im Geringsten, dem Menschen, der ganz unten ist, in ihm begegnet uns Jesus. Und deshalb können wir auch seine Liebe mit dem Menschen teilen. Wir können die Werke der Barmherzigkeit leben. Wer die Botschaft nicht annimmt, der wird wie die Ziegen ausgesondert zur linken Seite des Weltenrichters. Wer sie annimmt, kommt wie die Schafe zur rechten Seite. Heute am Volkstrauertag 2023 werden wir zum Perspektivwechsel aufgerufen. Das Gute zu tun, indem wir in jedem unserer Gegenüber Christus sehen. Er ist der, der in Herrlichkeit thront. Er ist der König. Jesus Christus ist der, der meinem Leben Klarheit und Ausrichtung gibt. Und er begegnet mir in den Menschen meines Alltags. Was du einem unter den geringsten Brüdern und Schwestern getan hast, hast du mir getan. Unsere Aufgabe ist es, Christus täglich neu zu entdecken und darauf zu bauen, dass mich dieser neue Blick für die Menschen um mich herum auch zu einem neuen und selbstlosen Handeln befähigt. Das heißt also, wir müssen jetzt mal von unserem Thron heruntersteigen. Einen Blick für die Menschen gewinnen und nicht nur für die, mit denen wir auf einer Wellenlänge liegen, sondern für alle. Und auch für deren Bedürfnisse einzustehen. Gutes tun ist so einfach. Wir müssen nur damit beginnen. Und deshalb bitte ich Sie jetzt mal am Ende der Predigt darüber nachzudenken. Wo gibt es in meinem Leben einen Menschen, der mich im Moment sehr beschäftigt? Ich kann ihn vor meinem inneren Auge aufscheinen lassen, und dann mal Christus in ihm entdecken. Ein Mensch, mit dem ich schwer habe. Ich schaue ihn mir genau an und halte es aus, dass mir gerade in ihm Jesus Christus begegnen will. Die Evangelien zeigen uns Christus in vielen Situationen von immer neuen Seiten.
Meistens saß Jesus unten am Boden bei den Menschen. Und da mitten unter uns entdecken wir ihn auch unter uns. Und welche Seite von Jesus Christus gibt es jetzt für mich in diesem Menschen, mit dem ich es schwer habe, zu entdecken? Sehen Sie es vor sich? Aber wenn Sie das entdeckt haben, dann wird sich Ihr Zugang zu diesem Menschen ändern. Probieren Sie es aus. Christus sitzt hier oder bei Ihnen zu Hause direkt an Ihrer Seite. Das Gute zu tun ist einfach. Mit Christus und aus Christus heraus als Christ und Christin zu leben. Dann erleben wir schon hier und heute Reich Gottes auf Erden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und füreinander beten. Du Gott des Friedens und der Liebe, wir bitten dich heute für alle Opfer der Gewalt und Kriege in Israel, in der Ukraine, in Afghanistan, im Sudan, in Mali und an so vielen anderen Orten unserer Welt. Wir bitten für alle, die Macht haben und Gewalt ausüben, dass sie sich bekehren zu Wegen des Friedens. Wir bitten für alle, die sich unermüdlich für Friedensprozesse, für Versöhnung und Gewaltlosigkeit einsetzen. Wir bitten für alle, die die Gefallenen, mutwillig Ermordeten und Gestorbenen betrauern. Wir bitten für alle, die versehrt an Leib und Seele sind und in ihrer Verzweiflung Trost und Hilfe suchen. Wir bitten für alle, die in Gräbern liegen, und für alle Toten, denen ein Grab verwehrt wurde, vor allem auch für Babys und Kinder, für alle Frauen und Männer als Opfer sexualisierter und anderer schrecklicher Gewalt. Lebendiger Gott, dein Sohn hat die selig gepriesen, die Frieden stiften. Höre und erhöre unser Gebet. Und sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und alles, was uns jetzt noch am Herzen liegt, legen wir in das Gebet Jesu Christi und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Glaubensfamilien, danke, dass Sie diesen Gottesdienst heute wieder mit uns zusammen gefeiert haben, wo immer Sie sind. Besonders unsere Freunde in Israel, an euch denken wir und beten wir ganz, ganz oft. Bleibt behütet und gesund. Bleiben Sie, wo immer Sie leben, behütet und gesund und gehen Sie unter Gottes gutem Segen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.